Jo, hallo, hey, ich bin Tarek Aria, ihr seid auf Kanal Panamas und heute gibt es anstatt einem Video drei Videos, weil die letzten zwei Tage keine gekommen sind, weil ich leider ein bisschen under the weather bin, um so zu sagen. Ich habe Schnupfen und Kopfweh und wenn ich mein Fieberthermometer finden würde, könnte ich wahrscheinlich rausfinden, dass ich Fieber habe, aber das hält mich nicht davon ab, dass wir hier weitermachen. Deshalb kommen heute drei Videos in einem. Das erste ist Anpan Man, das zweite ist Spirited Away und das dritte ist Sailor Moon. Starten wir mal mit Anpan Man. Ich habe zu ihm keine echte Inhaltsangabe gefunden und auch keine Creepypasta, was ich auch sehr cool gefunden hätte. Deshalb will ich euch jetzt einfach ein bisschen erklären, wie ich die Zeichnungen im Prinzip, die Bilder dazu mache. Und zwar ist es immer so, ich zeichne zuerst auf meinem Block, skizziere ich es vor. Dann zeichne ich auf meinem Aquarellpapier mit Bleistift vor, um das dann alles mit einem schwarzen sozusagen Faserstift zu umranden. Und die Marker, die ich hier verwende, sind Alkoholmarker, die sehr schön zusammenblenden. Und solange ich sozusagen nicht absetze zwischendurch, kann ich die auch sehr schön eine Ebene, sozusagen eine fließende, durchgehende Ebene machen. Hier ist mein Essen fertig, das heißt, ich werde euch jetzt einfach mal in die Musik übergeben, während wir Anpan Man fertig zeichnen. Und für Spirited Away habe ich eine Inhaltsangabe gefunden. Also sehe ich euch dann. Away. Im Deutschen Chihiros Reise ins Zauberland. Die 10-jährige Chihiro Ogino zieht mit ihren Eltern in eine neue Stadt. Bei der Ankunft verfahren sie sich und entdecken eine Art verlassenen, geheimnisvollen Vergnügungspark. Gegen Chihiros Willen beginnen sie diesen zu erkunden. Während ihre Eltern sich unerlaubt in einem Restaurant auf das dort bereits stehende Essen stürzen und wie Schweine essen, streift Chihiro herum und trifft den jungen Haku. Dieser warnt sie, rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit von hier zu fliehen. Doch als sie zu ihren Eltern zurückkommt, haben sich diese bereits in Schweine verwandelt. Und mit hereinbrechender Dämmerung wird es an dem Ort immer unheimlicher. Um Chihiro zu schützen, bringt Haku sie in das Badehaus der Hexe Yubaba, welches für die Götter und Geister des Shinto errichtet wurde. Der spinnenarmige alte Kamachi betreibt mit Hilfe winziger spinnenartiger Wesen aus Ruß, genannt Rußmännchen, die Heizung des Hauses. Er bittet die junge Frau Lin, die ihm das Essen bringt, Chihiro zu Yubaba zu bringen und um Arbeit für sie zu bitten. Die Hexe Yubaba jedoch kontrolliert ihre Arbeiter, indem sie diese ihrer Namen beraubt. Und wer seinen Namen nicht kennt, kann nicht wieder in seine Welt zurück. Daher legt Haku dem Mädchen ans Herz, dass es das Wichtigste sei, nie ihren richtigen Namen zu vergessen. Denn auch Haku ist nicht sein vollständiger Name. An diesen kann er sich jedoch nicht mehr erinnern und hat damit seine Identität verloren. Chihiro muss schwer arbeiten und zudem eine Menge Abenteuer überstehen, bevor sie ihre Eltern zurückverwandeln und das magische Reich verlassen kann. Am Ende des Filmes erinnert sich Haku, dank Chihiros Hilfe, wieder an seinen richtigen Namen. Das tollpatschige Mädchen Usagi Tsukino, in der ersten Übersetzung und im Anime genannt Bunny Tsukino, trifft eines Tages die sprechende Katze Luna, die dem Mädchen ihr Schicksal als Sailor Moon, Kriegerin für Liebe und Gerechtigkeit, offenbart. Bunny muss die Mondprinzessin finden, da es eine geheimnisvolle Macht gibt, die die Erde und den Mond bedroht. Nur die Mondprinzessin ist in der Lage, diese böse Macht zu besiegen und für immer aus der Galaxie zu verbannen. Sie bedient sich dabei des Silberkristalls, der wohl stärksten Waffe des Universums, der demjenigen das Leben nimmt, der seine volle Macht entfaltet. Nach und nach trifft die Sailor-Kriegerin Merkur, Mars, Jupiter und Venus, die ihr mit ihren eigenen speziellen Angriffen, aber vor allem mit ihrer Freundschaft und Liebe im Kampf gegen das Böse zur Seite stehen. Seit der ersten Folge, seit dem ersten Kampf, den Sailor Moon zu bestehen hatte, steht ihr auch Tuxedo Mask zur Seite und hilft ihr immer wieder, gegen die Bösewichte anzutreten. Schon bald stellt sich heraus, dass Bunny selbst die Mondprinzessin ist, nach der sie schon die ganze Zeit sucht. Nachdem sie ihren ersten großen Feind besiegt hat, kommen aber neue Feinde und bedrohen die Erde. Bunny oder Sailor Moon
muss sich also stetig weiterentwickeln, sich immer schwierigeren Gegnern stellen, bis sie in der letzten Episode durch ihre pure Existenz, ohne Waffen und jegliche Angriffe, den letzten und größten Feind, die stärkste Sailor-Kriegerin der Galaxis, Sailor Galaxia, allein durch eine Berührung und die Fähigkeit zu lieben, zu vergeben und in jedem Bösewicht eine gute Seite zu sehen, besiegt.